Unser Schweizer Großmeister Yannick Pelletier, er sollte einen ganz schweren Stand gegen seinen Gegner haben. Hier Sacha Efimenko. Von ihm werden wir im Verlauf dieses Beitrags noch einiges zu sehen bekommen. Auch hier entwickelt sich eine spannende Partie, die letztendlich den Ausschlag gab, wer deutscher Meister 2005 wurde, zwischen Wladimir Babula, hier im Bild, und seinem Gegner Beljavski. Das hier ist unser finnischer Kühlschrank. Und das, Gennady Fisch, seit dieser Saison bei Werder. Und schließlich und endlich am Brett 8, Lars Schandorf aus Dänemark. Die großzügigen Spielbedingungen, die die Ostkurve ermöglicht, verleiten auch einige der Spieler, immer wieder Wanderungen zu unternehmen, wenn sie nicht am Zug sind. Hier, wie gesagt, nochmal Tomi Nyberg. Ja, wenn man die anderen Schachveranstaltungen vorher gesehen hat, kann man das als gigantisch bezeichnen, weil sonst viele Schachspieler selber spielen mussten noch, ist bei der Zuschauerzuspruch nicht so hoch, aber diesmal mit 185 Zuschauern kann man sagen, ist das sehr gut angenommen worden. Die Zuschauer, die nach einer halben Stunde bereits da waren, hatten verschiedene Gelegenheiten, sich an dem Schachkampf zu beteiligen, nicht nur zuzuschauen, sondern auch selber zu diskutieren, was man denn nur eigentlich machen könnte als Großmeister, wenn man am Zug ist und so weiter und so fort. Die frisch gebackenen deutschen Grundschulmeister vom Baumschulenweg ließen es sich natürlich nicht nehmen, gegen Marco Bode simultan anzutreten. Und man sieht hier schon, der Hobbyspieler und Fußballnationalspieler hat seine liebe Mühe. Wer sich wieder an den Brettern der Großmeister amüsieren wollte, der konnte das ohne weiteres tun. Hier eilt gerade Sacha Efimenko wieder zu seinem Brett. Und hier der Kampf an Brett 2 zwischen Zbigniew Hrácek links und dem Holländer in Porzer Diensten Luke van Veli. Diese Partie sollte als erste mit einem Remis beendet sein. Wenn man keine Mickey Mäuse dabei hat, kann man auch seinen Daumen nehmen. Diese Bilder drücken eindringlich aus, welch hohe Konzentration jedes Schachspiel erfordert. Hier Wladimir Babula und Alexander Beljavski. Die Partie ist bereits tief im Mittelspiel. Noch ganz souverän und regungslos wie immer. Tomi Nyberg, wie gesagt, mit dem Spitznamen der finnische Kühlschrank. Lars Schandorf hatte schwer zu kämpfen an Brett 8, war doch sein Gegner mit 8,5 aus 9 der erfolgreichste Bundesligaspieler der Saison, Erik van den Doel. Noch gibt es genügend Zeit, hier jeweils 45 Minuten für Luke McShane und Christopher Lutz. Hier analysieren bereits Hrácek und Van Veli ihre nach 2,5 Stunden beendete Partie. Einige Zuschauer vergnügen sich auch selber beim Schachspiel. Und der Kampf der kleinen Giganten gegen den Nationalspieler ging weiter. Hier hat Marco Bode zwar einen ganzen Springer weniger, aber in dem Endspiel mit Damen auf dem Brett wird das wohl Remis enden.
sagt der Lehrer? Kann man das gewinnen? Es könnte sich hinziehen. Wenn man keinen Fehler macht, dann... Wenn man keinen Fehler macht, ist, glaube ich, vom Gefühl her. Ich habe das aber noch nicht. Ja, es ist schwer, ist schwer. Konnte sich Marco gerade noch ins Remis retten, so wird er hier klassisch ausgetrickst. Mit einem netten Turmschach erobert sein kleiner Gegner die bodische Dame. Reaktion? Das sind sie, die Dinger. Okay. Glückwunsch. Schöne Falle aber. Aber der Fußballnationalspieler hatte auch Erfolgserlebnisse. Hier setzt er einen kleinen deutschen Meister matt. Wie ist denn das Spiel ausgegangen bei dir gegen Marco Bode? Also ich habe verloren. Warum denn? Ich hab ein bisschen gepatzt. Nach 3 Stunden kommt Yannick Pelletier mächtig unter Druck. Etwas besorgte Mienen auch schon beim Trainer? Also im Augenblick ist immer noch nichts Klares in Sicht. Wir halten uns bislang sehr wacker und ich denke, dass der Kampf völlig offen noch ist. Besonders gut gefällt mir die Stellung von Zachar Efimenko gegen den alten Routinier Rafael Vaganian. Ich denke, dass wir da gute Chancen haben, eine Partie zu gewinnen. Sorgen macht mir zum Beispiel die Partie von Scharndorf gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen er spielt, gegen Van den Doel am 8. Brett. Die macht mir ein bisschen Sorgen. Im Großen und Ganzen bin ich aber ganz guter Dinge. Das ist Zachar Efimenko. Und er arbeitet sich Stückchen für Stückchen Vorteile gegen seinen Kölner Gegner. Das ist unser Sorgenkind Lars Scharndorf. Schließlich und endlich aber erreichte er doch relativ souverän die Punkteteilung. Die Spannung steigt. Ja, wir sind momentan bei 250 Zuschauern und das ist bis jetzt noch nicht erreicht worden. Und ich schätze, zur Zeitkontrolle um 16.15 Uhr wird es noch mehr werden. Warum kommt denn jetzt so ein Zuschaueransturm? Ja, die meisten sagen, jetzt ist mehr los auf den Brettern und nutzen jetzt auch mehr das Rahmenprogramm. Bitte erst ziehen, wenn der entsprechende Simultanspieler, also der Peter Jochen Rasendorf oder ich, ans Brett kommt. Bitte nicht vorher, sonst müssen wir mal ein bisschen suchen. Das war ein besonderes Schmankerl des Beiprogramms zur deutschen Meisterschaftsentscheidung. Der internationale Meister Gerlef Mainz, der auch zum Kader der ersten Mannschaft gehört, spielt zusammen mit dem Kapitän unserer zweiten Mannschaft, die verlustpunktfrei norddeutscher Meister geworden sind, ein sogenanntes Doppelsimultan gegen 20 Gegner und Gegnerinnen, hier Joachim Asendorf. Der Witz an der Sache ist, dass der Partner des Einzelspielers nicht genau weiß, welche Stellung aufs Brett kommt, wenn er wieder am Zug ist. Für die Zuschauer ein Spaß, weil sie gleichzeitig gegen 2 sehr gute Spieler spielen können. Die ganz Großen hier bei der Arbeit. Hier führt jetzt Ivan Sokolov mit dem Zug Bauer von E3 nach E4 den entscheidenden Schlag gegen unseren Yannick Pelletier aus. Danach war die Partie leider verloren und Bords ging 1-0 in Führung. Das hier die schon erwähnte Ausgleichschance